Hallo, Hallöchen, Freunde der guten Unterhaltung. Da sind wir wieder zurück bei Borderlands The Pre-Sequel. Mit dabei ist immer noch Claptrack, Darkborft und die gute Schleim. Und wir wollen weiterreisen ins nächste Gebiet nach Concordia. Aha, da ist noch jemand im Menü. Finden wir nicht gut. Kannst du das in Concordia machen? Gut. So. Aber ich muss unbedingt an diese goldenen Kisten. Ja, stimmt. Wir haben ja auch ordentlich Shift-Codes. Wir haben heute gar nicht welche eingelöst. Es gibt ja noch neue, oder habt ihr das gemacht? Nö, habt ihr nicht gemacht. Aber ich gehe jetzt erstmal verkaufen. Wo ist denn hier ein schöner Shop? Ich glaube, hier in der Bar kann man gut verkaufen, oder? Hatten wir den Grinder schon fertig? Nee, schade. Hier ist Handsome Jack, hallo. Aber warte, ich gebe gleich erst ab. Ich möchte erstmal ein bisschen verkaufen. Deshalb würde ich sagen, machen wir das gleich zusammen. Und zwar gehe ich nämlich erstmal hier. Ich hoffe, hier kann ich verkaufen. Wo ist es hier? Komm, ich sehe doch hier irgendwie so ein Schild für Verkaufen. Ja, ich will aber hier eigentlich nichts Neues. Ich will verkaufen. Ach, hier ist ein Automat. Sehr schön. Nina, mach das, du lebst weiter. Das finde ich sehr gut. Nina, mach gute Arbeit. So. Das solltest du eh vielleicht mal sagen, dass sie gute Arbeit macht. Habe ich ja gerade indirekt. So, da habe ich eigentlich ein cooles Ding, das gefällt mir. Ich dachte, du hast sie zitiert. Ja, das ist das beste Kompliment, was ich ihr machen konnte. Weil sie ja Eigenlob macht und Eigenlob stinkt. Schwierig. So, Müll. So, die beiden, nee, da behalte ich glaube ich nur eine. Welche behalte ich denn? Hocheffektiv gegen Schilde ist nicht schlecht. Oder natürlich hier diese Enterprise Contract. Die hat 200 Schaden, aber die hat hier natürlich eine höhere Feuerrate. Nee, ich behalte die mit 200 Schaden. Sehr gut. Und damit gehe ich jetzt kurz die Mission abgeben, wenn ihr da nichts gegen habt. Ihr könnt natürlich gerne mitkommen. Ich will noch irgendwas kaufen. So. Party angesagt. Bei Moxie. Wow, Party bei Moxie, die olle gute Sau. Ach, wir bauen uns eine Roboterarmee. Übernimm eine alte Dahlfabrik und besorge Jack einen Roboterarm. Ein Gehirn hast du und die Muskelkraft jetzt auch. Dann mal los, abschließen, Jack. Klar, schließen wir ab. Und was kriegen wir? Wir kriegen entweder das hier oder das. Das ist jetzt beides nicht so gut. Ich würde sagen, da nehme ich mal für uns alle was Wertvolleres. Und zwar das hier. Und da spielt schon wieder einer. Ich bin spielsüchtig, der kann. Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, der ist wohl offensichtlich spielsüchtig. Aber wir holen uns jetzt erstmal was mit dem goldenen Schlüssel. Ja. Oh, hier, die Kiste, hier, wo ich bin, hier, wo ich bin. Was ist damit? Hier ist die Kiste mit dem goldenen Schlüssel. Nein, hier ist die Kiste mit dem goldenen Schlüssel, hier vorne, wo ich bin. Ja, das ist eine andere Kiste, da kommt Zeug rein. Da ist irgend so ein Moxie-Zeug drin. Können wir uns ja gleich mal gerne anschauen zusammen. Ja, lass aber mal drin, dann kann er sich das noch angucken. So. Ja, dann komme ich mal kurz. Ja. Kann ich sowieso nicht benutzen. Schild ist gar nicht so schlecht. Granatenmod auch nicht. Ein Schild habe ich ein besseres, kannst du gerne nehmen. Granatenmod habe ich auch was sehr cooles gefunden. Hocheffektiv. Ah, das brauche ich nicht. Miss Moxies Vibrapuls. Na, klingt jetzt ganz gut, aber sieht jetzt nicht so cool aus. 154 Bonus auf anhaltenden Schaden. Die würde ich mal gerne mitnehmen, wenn die sonst keiner möchte. Jo. Kann die sowieso noch nicht benutzen. So. Damit bin ich dann noch erstmal fertig damit. Und jetzt schaue ich mal, was ich gerade für Waffen bekommen habe. Aber das sah alles nicht so genial aus, wie ich mir das wünsche. Da möchte man eigentlich mal wieder was Besseres haben. 94 Schaden. Er explodiert beim Nachladen wie eine Granate. Das ist ja alles ganz nett, aber ehrlich, erhöhte Waffenstabilität, das ist gar nicht mal. 82 mal 2, was habe ich denn gerade? 84, okay. Mondstein, 30%ige Schand. Ja, das heißt, ich kann hier durchaus was Stärkeres nehmen und da nehmen wir doch mal wirklich die hier, denn die sieht ja. Ach, komm, nimm die bitte. So. Ich kann. Hä? Was soll das denn? 94, 96, 115. 115 ist ja nochmal besser. Hocheffektiv gegen Panzerung. Da müssen wir kurz nochmal vergleichen. 115. Ach, klar, wir haben hier mal zwei. Also es ist 164. 164 ist natürlich schöner. So. Aber der Rest ist jetzt echt Müll gewesen. Muss nochmal kurz reloggen, weil irgendwie
Ich kann gerade nichts mehr ausrüsten. Das ist natürlich traurig, aber wir sind ja gerade hier in der Stadt und rüsten uns ein wenig aus. Da kannst du natürlich ohne Probleme wiederkommen. Herausforderung erledigt. Also ich hätte gerne mal ein bisschen was Wertvolleres. Darum gehe ich nochmal kurz zur goldenen Truhe. Und was kriege ich diesmal? So. Plumproot. Okay, das ist jetzt echt nicht so schlecht. Aber das war jetzt nicht so viel. Das heißt, wir setzen gleich nochmal einen goldenen Schlüssel ein. Ja. Und schauen, was wir diesmal bekommen. Und das sind anscheinend Granatenmods. Und da war auch eine nicht so schlecht. Und weil wir gerade dabei sind, rüsten wir nochmal aus. Aber jetzt lassen wir erstmal den Darkwolf dran. Damit der sich auch was holen kann. Granatenmods, welche nehme ich denn jetzt? 488, 300, 543. Feuerschaden, ja, sehr schön, das gefällt mir doch. Na, dann rüste das doch bitte auch aus. Was soll das denn? Was denn? Ich kann, wenn ich irgendwie drauf drücke, auf etwas, was ich ausrüsten möchte, dann funktioniert das nicht. Das ist natürlich blöd. Also, da kann ich dir aber jetzt auch nicht sagen, was da los ist. Also, ich glaube, wir anderen beiden haben das Problem nicht, oder, Darkboft? So, hier kein vorne. Kein Problem. Kein Problem, sagt er. Einkaufen. Erhöht dauerhaft die Anzahl an Objekte, die du im Safe ablegen kannst. Ja, im Safe möchte ich nicht so viel ablegen. Speicherdeck-Upgrade. Die Anzahl an Objekten, die du in deinem Rucksack mitführen kannst. Um 3, sehr schön. Das nehme ich doch mal. Und ich würde aber gerne eine zusätzliche Waffe tragen. Bist du bei Crazy Earl? Ich bin bei Crazy Earl. Okay, das ist schon mal sehr gut. Dann nehmen wir, glaube ich, nochmal ein. Genau. Genau. Schrotflinte, da haben wir eigentlich genug momentan. Da haben wir gerade eigentlich gar nichts mit. Das ist nicht schlecht, aber trotzdem. Ich kann leider noch keinen zusätzlichen Slot. Den kriegen wir auch erst in der Mission. Das finde ich schade. Dann erhöhe ich doch nochmal die Rucksacktragekapazität, dass ich richtig ordentlich was mittragen kann. Wie viel kann ich denn jetzt? 24. 24 ist nicht schlecht. 9 von 24. Da schauen wir doch gleich nochmal. Ja, das nächste würde 20 kosten. So viel habe ich gerade nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch mal wieder ein paar Mondsteine finden. Was ist eigentlich los mit euch? Warum haben wir keine Mondsteine gefunden? Deine Schuld. Warum meine Schuld? Weiß ich nicht. Wollte ich einfach mal so gesagt haben, dass das wohl deine Schuld sein muss. Das ist ja aber gelogen. Du lügst ja. Du lügst unsere Zuschauer an. Das ist ja... Voll nicht. Doch, schon. Voll nicht. Doch. Voll nicht. Doch. Nein. Doch. Wer für Ja ist, schreibt es in die Kommentare. Wer für Nein ist, der lügt. So, Schiffmenü. Auf Facebook. Ja, ich möchte aber hier ein paar Schlüssel, genau. Hä? Wie kann ich denn hier nochmal... für freigeschaltet, du hast nutzen. Ah, okay. Ich habe hier ganz viel und ich habe jetzt mal wieder 3 eingelöst. Sehr gut. Die anderen lasse ich erstmal da, wo sie sind. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte 4 mehr. Ich muss über 20 haben. Hm, schwierig. Aber okay. Ja, das wollen wir nochmal benutzen. Oh, was ist das denn hier Schönes? Oh, das ist aber gar nicht... Oh. Ich kann grad kotzen. Was ist denn los? Es funktioniert einfach nicht. Ich habe jetzt gar kein Schild mehr, weil es despawned ist. Wie, das ist despawned? Ja, es ist weg. Was machst du für Sachen? Mehr nix. Da steht die ganze Zeit equipped, aber es ist dann immer noch nicht. Ist dann nicht equipped. Was macht der Darkwolf, dass er sagt, ups. So, einen Schlüssel haben wir noch und das ist der letzte für diese Session. Aber irgendwie... Naja, gut. Och, nee. Schnell weg hier. Und dann folgt er mir. Kannst du bitte mal wegbleiben? Nein. Doch, mach mal bitte. Du bist doch der Anführer. Ja, aber ich möchte gerade nicht diese Musik hören. Ich möchte diese Musik nicht hören. Weil das ziemlich laut ist. So. Klassenmod. Gladiator. Enforcer. Maximale Gesundheit. Bleib doch mal kurz ruhig. Maximale Gesundheit plus 75, Nahkampfschaden plus 18%, das nehmen wir doch mal. Echt schwierig.
Feuerrate plus 14%, Magazingröße plus 19%, ist auch nicht schlecht. Das behalten wir nämlich erstmal. Plus, oh, die sind echt nicht schlecht. Aber ich habe da ja, okay, das ist gleich stark. Hier hatte ich noch was, ne? Kann ich jemanden dem... Was bist du eigentlich nochmal für eine Klasse, Schleim? Ich bin Lawbringer. Du, ich hätte plus 94 Gesundheit und plus 20% Waffenschaden plus ein paar andere Sachen. Möchtest du das haben? Sehr gerne. Das habe ich nämlich gerade durch eine goldene Kiste. Warte, dann gebe ich dir das mal. Moment, Moment. Ein Momentchen, Popöchen, Hallöchen. Du bekommst es in diesem Moment. Habe ich fallen lassen. So, dann schaue ich, mal weiter. Das ist nicht schlecht. Rustler mal 20. Hallo, hallo. Dann tauschen wir die beiden doch mal um. Genau. Mehr Schaden ist immer besser. Aber eine Railgun, ah, da brauche ich eine neue. Ich brauche eine neue Laser-Railgun. Die macht momentan einfach zu wenig Schaden. Die behalten wir natürlich. Die behalten wir auch. Und den Rest können wir verkaufen gehen. Und dann bin ich soweit. Dann bin ich bereit für eine neue Runde Abenteuer. Und ich weiß ja, ihr seid voll scheiße, Mensch. Ihr hängt immer hier in dieser Stadt rum und müsst euren Loot kontrollieren. Boah, was seid ihr eigentlich alles für Loot-Ninja? Wahrscheinlich haben die Zuschauer da einfach mal recht. Verdammte Scheiße. Ja, aber ist so, Mensch. Das Spiel, ey, das baut auch auf Loot aus. Warum kann man so viel einsammeln, wenn man sich damit nicht beschäftigen soll? Gladiatorin ist keiner von uns, oder? Nein. Das hat hier nämlich sogar ein Sternchen. Okay, dann gibst du mir halt Geld. Und da gibt es auch nochmal Geld. Obwohl Enforcer, das bin ich ja. Das wollte ich behalten, genau. Granatenmod. Kann ich da jemand noch glücklich machen? Ich habe eine mit 543 Schaden. Nee, hab ich schon was Besseres. Okay. Dum. Was ist so lustig? Ach, der Claptrap, der hat einfach nur super Witze drauf. Ah, schwierig. Und die erzähle ich jetzt nicht, weil da bist du ja nicht so viel. Na, das stimmt. Verstehst du ja, sie auch gar nicht. Oh, das stimmt verstehst so nicht. Das stimmt nicht. So doch, nicht. Doch, das stimmt so nicht. So. So, Token einlösen. Na, Kampfschaden nicht. Granatenschaden ist doch mal nicht schlecht. Dann natürlich Rückstoßdämpfung ist nicht schlecht. Und die Feuerrate. Ach, jetzt wollte ich maximale Gesundheit. Ich mag maximale Gesundheit. Und was lösen wir denn hier ein? Ah, guck mal, Mensch und Maschine habe ich jetzt plus 2 durch dieses Ding. Und hier habe ich hier wandelnde Fesseln. Und du erhältst eine höhere maximale Gesundheit. Das nehmen wir doch mal. Erhöht Dauer und Verringerung von Wolf und See. Das finde ich auch sehr gut. Unterstrom, Sane-Fähigkeit. Sane verstärkt ab und zu deine Schilde und die deiner Freunde. Mhm. Und was ist hier? Verbessert Schildladegeschwindigkeit und Schildlageversinnung. In diesem Bonus zählt doppelt, wenn Wolf und Sane in der Abklingphase sind. Okay. Maximal. Ach, wir nehmen jetzt nochmal das hier. Ich habe keine Punkte mehr. Na super. Na super. Aber sind wir soweit? Wollen wir wieder los in ein unheimlich spannendes Abenteuer. Hab da mal so ein bisschen was hingeworfen, falls sich einer bedienen möchte. Ich schaue mir das einfach mal an, aber das sieht alles nicht so nach coolen Sachen aus. Eine Laserwaffe war da nicht bei, oder? Nö. Dann interessiert mich das nicht gerade so wirklich. Aber da sind viele Pistolen bei und das ist ja Claptraps Ding, ne? Da sieht man, da nimmt er sich, glaube ich, auch schon was. Dann gerne, gerne. Mod. Ja, kein Problem. Gerne, gerne. Ich glaube, keiner von uns... Pistole in den Claptrap Ding. Hast du mir mal gesagt? Du hast gesagt, ey, ich bin hier der Pistolenmensch. Guck mal, was trage ich denn? Das habe ich voll nicht gesagt. So viele Zeile raus. Das werde ich nie, das werde ich wahrscheinlich nie gesagt haben. Doch. Niemals werde ich das gesagt haben. Nein. Dann schau dir einfach die vergangenen Let's Plays an. Da hast du das mehrfach gesagt. Ich habe nämlich meine Pistole aufgenommen. Nein. Warum hast du eine Pistole aufgenommen? Wer trägt denn hier die Pistolen? Ja, du hast irgendwie noch nicht verstanden, wie der Claptrap funktioniert. Das ist das Problem. So stimmt das nicht. Hat eine Fähigkeit, die quasi alle, keine Ahnung, jede Minute oder alle zwei Minuten wechselt. Das heißt, jetzt habe ich quasi den Nahkampfschaden verstärkt. Alles andere ist schwächer geworden. So, und gleich kann es sich wieder wechseln, dass es dann auf Pistole wechselt. Und dann macht Pistole mehr Schaden. Ja, das und ist daher ja muss ich von jedem Waffentypen einen dabei haben.
Das ist ja bei euch Loot-Ninjas ist gerade ein bisschen schwierig, aber ich schaff das schon. Hallo, boah, uns Loot-Ninjas, wer hat denn gerade ganz viele Waffen angeboten? Wer hat dir Schild uns angeboten? Du hast uns gar nichts angeboten. Also brauchst du uns hier gar nicht Loot-Ninja zu nennen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ganz ernsthaft, du hast das gesagt, nicht ich. Da musst du mir jetzt nicht vorhalten, dass ich irgendwie dich zitiere. Aber wollen wir jetzt endlich los? Mensch, wir sind doch hier nicht im Kindergarten, Leute. Schwierige, schwierige Situation. So, ich gehe jetzt einfach mal auf Reise, ob die anderen bereit sind oder nicht. Das ist mir dann eigentlich egal. Hyperion Herz des Heldenmuts. Oh. Immer dieser Darkwoft. Ist gerade in deinem Menü. 2, 1, los. Droh. Droh ist eine neue Zahl. Das ist mein numerisches System. Das ist auch schon fast anerkannt von allen wissenschaftlichen Fachkräften. Ja. Das ist auch schon ganz bekannt und so, neben genau. Dem metrischen System, das charyptische. Was hat das metrische System jetzt mit Zahlensysteme zu tun? Sagst du mir das bitte mal? Nicht, dass du weißt. Nicht, dass ich weiß. Okay. Also, offensichtlich nicht so sehr. Da sind ein paar Namen durcheinander geraten, aber kein Problem. Und jetzt probieren wir mal die neuen Waffen aus, Freunde, nicht wahr? Wow, Baby, nicht schlecht. Nicht schlecht. Obwohl, meine Sniper gerade sehr. Das ist aber eigentlich. Wow, was hat mich denn jetzt getroffen? Der hinter dir. Und warum treffe ich den ja nicht sehr gut? Eine Sekunde. Jetzt nehmen wir mal die Waffe hier. Oh, was geht denn hier? Da hinter uns. Wo hinter uns? Warum? Das ist doch Darkwoffs Revier. Der ist doch noch hinter uns. Und schwierig. Die Waffe macht zwar Schaden, aber ich habe da jetzt mehr von erwartet. Kritischen Treffer, aber okay. Was zum Teufel soll das alles? Ich habe sie gefeuert. Sie werden mir danken, sobald die Helios wieder in Hyperions Händen ist. Und was haben sie mit der Station angestellt? Die Farbgebung ist völlig... Wie cool, meine Granaten fliegen zu den Leuten. Okay, ich glaube, wir tun gerade das Falsche. Ich möchte Jack nicht mehr helfen. Warum? Naja, weil er irgendwie ein Einzelgänger gerade ist. Und offensichtlich die Hyperion-Organisation nicht mehr mit Jack zusammenarbeiten möchte. Brauchen wir mal ein bisschen Hilfe. Ich habe hier gerade so irgend so einen Riesentyp. Und die Waffe hier ist doch nicht so geil, wie ich erwartet habe. Aber irgendwie ist die KI gerade so ein bisschen blöd. Ich stehe hinter ihr und schieße die ganze Zeit und die macht nichts. Oh, da ist ja ein Lost Legion. Wo sind hier noch Gegner? Hä? Hast du doch gar keine Chance. Die Waffe ist doch gar nicht so schlecht. Endlich habe ich mal einigermaßen gute Waffen. Ah, okay, du musst richtig nah dran sein. Ist ja auch irgendwie klar bei einer Schrotflinte. So, ach komm Leute, ich hab euch doch getroffen. Kommt Leute. Warte, warte, ich hab da vorne einen, du brauchst mir nicht helfen. Geht aber schneller. Nee, war nicht. Ah, Mondstein, sehr gut. Ich hab's. Darkwolfs. Ah, Mini-Armee. Ja, meine Mini-Armee. Ich hol meine auch mal raus. Das vergesse ich zu oft. Das bin ich einfach so nicht gewohnt. Musst du öfter machen, das ist gut. Ja, das weiß ich wohl. Ich habe ja gesagt, ich vergesse das öfters mal. Da musst du nicht sagen, das musst du öfters machen, wenn ich schon sage, ich vergesse das öfters mal. Das, ja, das musst du einfach öfter machen, also. Ah, schwierig, dieser Typ. Schwierig, dieser Typ. So, wo sind denn hier? Hey! Warum ploppst du vor mir auf? Ja, das ist doch nicht normal. Voll Megabug. Ich habe 5-mal auf ihn geschossen und offensichtlich war er noch nicht wieder voll einsatzbereit. Und deshalb hat er einfach keinen Schaden bekommen. Na super, da klaut mir jemand den Kill. So. Aua!
Wer zwickt mir denn im Po? Schleim, das warst doch bestimmt du, so wie ich dich kenne. Natürlich. Ich nehme mal mit. Wenn später jemand Interesse hat, können ich gerne die Waffen tauschen. Da bin ich ja ganz schmerzfrei. Komm, bleib stehen, hä? Du hast doch gar keine Chance, du Lulli. Ernsthaft? Du wirst sterben. Der Kundschafter gehört mir. Das ist mein persönliches Ziel. Ey, und jetzt zerklöppt der Roboter mir den Kakao. Das war meiner. Musst du dich bei meinem Roboter beschweren? Tu ich doch grad. Beschweren nur von Dienstag bis Donnerstag von 12 bis Mittag. Ich töte den einfach nächstes Mal. Du müsstest das Spiel umprogrammieren, damit ich diesen Claptrap-Bot töten kann. Das geht leider nicht. Das geht sehr wohl, das werden wir hinbekommen. Hm. Ich werde gleich morgen bei Take-Two anrufen und sagen, die müssen was am Spiel ändern. Okay, jetzt habe ich den falschen 2K. Ja, Mensch, gibt's auch, Take-Two. Aber ich meine, diesmal tatsächlich 2K. Krass. Ich weiß, das ist schon ziemlich peinlich gerade für mich, aber... Der Badass, der gehört mir. Aber warum habt ihr jetzt meinen Badass getötet? Schwierig mit euch. Ja, tut mir leid, das war diesmal mein Fehler. Der Schuss war schon unterwegs, als du das gesagt hast. Tu so, als ob du eine Sirene wärst. Schwierig. Aua! Was ist das hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum sind wir eigentlich hier lang gelaufen? Hier müssen wir gar nicht hin. Ja, keine Ahnung. Ich bin irgendjemandem gefolgt oder ich bin vorgelaufen und dachte, es wäre eine gute Idee. Eins von beiden wird es gewesen sein. Wenn ich es für eine gute Idee gehalten habe, dann war es auch eine gute Idee. Nein. Doch. Nein. Doch, wir haben zusätzliche Erfahrungspunkte bekommen, die wir dringend gebrauchen können in den späteren Missionen. Ach, warum ziele ich denn schon wieder hier so ab? So, Leute, einfach weiter. Wir gehen immer weiter. Aua! Mir wird schon wieder ein Poppes geschossen. Und... Claptrap, ich glaube, ich bin gerade auf dir geritten. Yeah. Fand ich cool. Right on the Claptrap. Right on the Claptrap. Können wir das nochmal machen? Ja, komm, sitz auf, Partner. Nee, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ey, ohne Mist, ich habe mich gerade nämlich mal kurzzeitig bewegt und war auch so ein bisschen in der Luft, ohne dass ich mich wirklich bewegt habe. Okay. Das fand ich cool, aber jetzt funktioniert es nicht mehr. Ey, hier ist ein Reason Claptrap. Ein Reason Claptrap. Reason Claptrap. Heil Reason Claptrap. Howdy, Partner. It's a Reason Claptrap. Jeha, Doppelpistols. Aua. Na, super. So, kommt hier. Der, ey. Smiler, jetzt hast du ihn weggescheucht. Verdammt. Sterbt alle. Ihr Schweine. Dankeschön. Ich hab den schon. Den Typen. Du Schweine. Ey, da vorne steht da noch einer. Hä? Voll im Poppes. Ihr Schweine, ihr habt Claptrap getötet. Howdy, Partner. Du wirst es jetzt Sanitäter. Was ist das? Heil Sauerstoff. Heil dir, Riesen-Claptrap. Heil dir, Riesen. Ich fänd's jetzt cool, wenn ich da sofort... Ey, der gehört mir. Sehr gut. Der gehört mir. Was eben den... Wow, scheiße. Power Suit. Der Lost Legion. Aber, ey, meine Schrotflinte ist geil. Die ist geil aktuell. Ich habe keine Munition mehr für die. So, werfen wir mal ein paar Granaten. Und auch meine Granaten sind mega. So, habe ich den zum Glück noch gekillt. Aua. Aua, was hat mir ein Poppes geschossen? Und ich habe schon wieder einen Punkt zu verteilen. Hallo, das bedeutet, dass ich demnächst mich noch wieder stärker machen kann und einfach dominieren werde.
Okay, ich meine, das war jetzt ein bisschen überflüssig. Teure Munition zu verschwenden, aber egal. Aber gerade wo wir hier in einer Stillminute umherstehen und uns fragen, was wir als nächstes tun, da würde ich sagen, ist es wieder mal am Ende einer Episode oder das Ende einer Episode ist erreicht. Die Loot Ninjas machen sich ja auf den Weg und werden alle Kisten in der Zeit, in der wir ein bisschen Pause zwischen der ersten und zweiten Aufnahmesession machen, alles aufsammeln. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao. Tschüss.